So, dann mal weiter mit den Nachrichten. Wir haben noch, Aquelius wurde automatisch auf einen Wert von 98% terraformt. Sehr schön. Change of Heart 10 ist momentan nicht in der Lage, den Wert von Simple über 100% hinaus zu. Ja, stimmt. Wir haben diese Terraformer bei uns hier stehen lassen. Beziehungsweise letzte Runde eigentlich, oder? Genau, ihr habt den Auftrag, dahin zu fliegen. Was haben wir noch? Wir könnten Shrine kolonisieren. Wo bist du denn? Du bist da ganz hinten. Das ist mir eigentlich schon zu weit weg. Was haben wir noch? Simple wird alle Aufträge erfüllen. Das ist nicht gut. Also es ist gut, dass sie so viel produzieren können, aber wir hätten dann gerne. Bergwerke sind wir voll. Fabriken könnten wir noch ein paar mehr bauen. Wir wollen die Santa Maria bauen, um Burgard zu kolonisieren. Dann können wir doch auch gleich nochmal eine Santa Maria bauen, um Sansibar zu kolonisieren. Und noch eine Santa Maria, die auch alle nach oben können. Um Macro Heart und auch gleich noch Shrine. So, also 1, 2, 3, 4 Santa Marias. Da haben wir auch noch zwei. Wie war das mit nicht zu gierig werden? Aber wenn wir sie verlieren, verlieren wir sie halt. Das heißt, wir machen jetzt nochmal 1, 2. Und da schafft das trotzdem alles dieses Jahr. Das ist echt sowas von abgefahren. Den Zerstörer schafft er nicht mehr. Ja, gut, das ist okay. Das kannst du ruhig so weitermachen. Wir schicken jetzt hier drunter Verteidigung. Die haben wir nämlich noch gar nicht aufgebaut und das sollten wir vielleicht auch mal erledigen. So, okay. Aquarius. Du baust 50 Bergwerke, um wieder an Ressourcen zu kommen und danach die 50 Fabriken. 1 bis 4 Jahre, das ist okay. Die hier oben werden eh noch irre lange brauchen, bis sie ihre Sachen fertig haben. Fabrik, Bergwerk, Fabrik, ja. 9 bis 18 Jahre. Wow. Aber ja, die wurden ja auch gerade gegründet, das ist okay. Was sagt unsere Forschung? Wir gehen auf Konstruktion, um den Privateer zu bauen. Nächstes Jahr fertig. Und das nächste Feld ist dann wieder die Konstruktion, um die Fregatte zu bekommen. Was denn unser richtiger Hauptangreifer sein wird. Das wird dann wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber na okay. Wir haben jetzt bei Simple, Aquarius, Wallaby und Kiche auch die Häkchen gemacht. Ne, bei dem hier nicht, weil er noch so klein war. Aber bei den beiden auf jeden Fall die Häkchen so gesetzt, dass auch Geld in die Forschung reinfließt. Richtig. Okay. F9. Mittlerer Frachter 11 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist hier. Dann sammel dich doch mal mit dem anderen mittleren Frachter. Haben wir 10 mittlere Frachter. Es ist noch kein Frachter nach Wallaby unterwegs und Wallaby hat. Ach, war schon. 300.000. Von 880.000. Ja, das schafft der Rest schon von alleine. Wie sieht es bei Equeos aus? 600.000 von 1 Million. Ist das auch schon sehr gut? Nether Region hat auch schon die Hälfte. Ändere das mal. Nach oben. Ah, schon besser. Also Nether Region hat auch schon gut, Leute. Deneb. Deneb hat nur 4.400. Das könnten wir ändern. Das heißt, wir ändern schon mal die Produktion hier auf. Und 50 Bergwerke. Nach oben. Und hier. Fabriken so. Okay. Und dann schicken wir jetzt nicht 10 los, sondern. Obwohl, wir können gleich ein paar Ressourcen reinpacken. Also, wir haben hier eh viel zu viele Leute. Die kommen jetzt alle mal runter. Dann ist der Planet wieder runter auf 573.000. Und ihr. Nicht ganz so viele. Dann hätten wir noch gerne ein wenig Germanium. Wir hätten gerne noch ein wenig Boranium und Ironium. Okay. Und du sollst nach Dunheim fliegen. Das schaffen wir mit Warp 6. Verbrauchen wir ein bisschen Treibstoff, das ist okay. Wir könnten
nicht wirklich höher gehen, nö. Also Transport. Alles. Blitzentladen müsste das gewesen sein. Jetzt ist hier alles grün markiert und dann müsste eigentlich alles rausschmeißen. In 6 Jahren müssen wir mal ein Auge drauf haben. Was haben wir noch an Nachrichten? 5 neue Schiffe vom Typ Santa Maria. Ja. Ja, die laden wir jetzt auch alle mit Kolonisten voll. Zack. Die teilen wir jetzt alle auf und schicken ein Schiff dahin. Kolonisieren. Das ist Nummer 14 gewesen. Nummer 11 geht dahin. Kolonisieren. Nummer 17 geht dahin. Kolonisieren. Das sieht echt cool aus, wie dann die ganzen Schiffe alle auf einmal quasi von der Heimatwelt wegfliegen. Wie so ein Massenexodus. Kolonisieren. Das war die 21. 22, die haben alle auch schön Fracht dabei. Ja, du gehst bitte dahin. Kolonisieren und oh, du hast nicht genug Treibstoff, um dahin zu kommen. Das ist jetzt nicht so gut. 30 Jahre und er schafft es trotzdem nicht. Das ist echt ein Problem. Wir müssen echt unbedingt Raumstationen bauen, jedenfalls hier und da. Und dann später auch noch da. Oh, hilft nichts, muss jetzt 30 Jahre lang dahin fliegen. 53 Jahre. Nee, das geht so nicht. Wir schauen uns mal, ob irgendwas anderes noch in Reichweite ist. Und wenn nicht, dann muss die Santa Maria erstmal hier bleiben. Und wir müssen unbedingt neuen Santa Maria Design entwickeln mit einem besseren Antrieb, wenn wir dann später einen besseren Antrieb haben. Weil so wird das nichts. Die Change of Heart hat bisher hier auch noch nichts gemacht, richtig? Flieg mal zu dem Planeten dahin. Also ja, die eine Santa Maria, die bleibt jetzt einfach auf Simple stehen. Was haben wir noch? Du baust 100 Fabriken, du baust die ganzen Zerstörer. Nächste Nachricht. Zwei Zerstörer. Wir haben Konstruktion Level 4 erreicht. Wir können den Privateer bauen. Privateer wäre verfügbare Baupläne. Privateer. Der Privateer hat ein Triebwerk, jede Menge Ladung, allgemeinen Zweck. Also wir könnten es theoretisch auch zu einem Kampfschiff machen, was wäre Verschwendung. Wir machen es lieber zu einem besseren Transporter. Den kopieren wir mal. Und das ist jetzt schwerer Transporter 1. Kommt ein Grashüpfer rein. Sonst nichts Großartiges, aber er bekommt Treibstofftanks. So, den kann er jetzt genauso viel transportieren wie der normale Transporter, aber er kommt wesentlich weiter. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Der Frachtcontainer bringt nur 50 Kilotonnen mehr. Ne, das brauchen wir gar nicht mal. Also ja, er hat jetzt wesentlich mehr Treibstoff. Vergleichen wir mal ganz kurz. Er hat maximal Treibstoff 1150 und wie viel kannst du transportieren? 250. Vergleichen wir mit dem mittleren Frachter. 260 Kilotonnen, aber dafür nur 450 Milligramm Treibstoff. Also der schwere Transporter, den wir erstmal umbenennen müssen. Denn das andere Ding hieß Frachter. Schwerer Frachter. Nennen wir es lieber Langstreckenfrachter. Okay. Also haben wir mittleren Frachter und Langstreckenfrachter. Und unsere ganzen anderen Schiffe. Ja, okay. Fertig. Oh, ich sollte noch mal ganz kurz drauf gucken, wie teuer die so sind im Vergleich. Der mittlere Frachter braucht 29, 21, 54. 29, 21, 54. Also der hier braucht weniger Germanium, dafür mehr Ionium und mehr Ressourcen. Nimmt sich aber einigermaßen gleich. Fertig. So, was haben wir noch? Wir sind mit den Nachrichten durch. Wir haben unsere ganzen Kolonieschiffe losgeschickt. Auch wenn manche davon viel zu lange brauchen.
Und ich glaube, ich habe den einen jetzt trotzdem losgeschickt, obwohl das 50 Jahre dauert. Vielleicht können wir ihn unterwegs mal irgendwann betanken. Oder ich werde in 50 Jahren mich freuen können, dass plötzlich eine neue Kolonie dazugekommen ist. So, die Transporter sind nach oben unterwegs. Du bist bei noch nicht der Kapazität an Bergwerken und noch lange nicht bei den Fabriken. Du hast langsam genug Ressourcen. Kannst du die Fabriken vielleicht mal kurz nach oben schieben? Ja, kannst du. Sehr gut. Können wir noch mehr reinhauen? Schafft er nicht alle diese Runde? Die schafft er diese Runde. Okay. Und dann nächste Runde die Bergwerke. F9. Chainshawfart hat alle Befehle ausgeführt, ist jetzt da angekommen und hoffentlich terraformt er da auch. Vor. Wir haben 9 neue Schiffe des Typs Zerstörer gebaut und das war's auch schon. Simpel. Wir haben Verteidigung 10 von 100. Aber ich will erstmal... Oh, wir können keine Fabrik mehr bauen. Und wir haben jetzt auch zu viele Bergwerke. Ja, wir haben ja sehr viele Kolonisten abgezogen. Deswegen können wir schon mal nicht mehr alle Bergwerke besetzen. Und sind auch bei den Fabriken am Maximum. Das ist okay. Das heißt, wir nehmen jetzt die erstmal raus. Entfernen. Entfernen, so. Verteidigung können wir bauen. Zerstörer bauen wir noch zu Ende. Und was machen wir denn noch? Dann bauen wir nochmal ein paar Voyeure. Und die verteilen wir einfach hier so im All. So. Und danach könnten wir Ressourcen umwandeln in Erz. Ich guck mal, wie viel wir davon bauen könnten. 10. Ja, also, wir können keine neuen Fabriken bauen, keine Bergwerke. Also, wir könnten sie bauen, aber sie bringen nichts. Also, wir verwenden jetzt unsere jetzigen Ressourcen, die wir haben, um die Schiffe zu bauen, die Verteidigungsanlagen. Und die restlichen Ressourcen, die produziert werden, die würden sonst ja verpuffen. Die wandeln wir um in Erze, wenn ich das richtig sehe. Ja, das klingt soweit okay. Was sagt Equeos? Equeos sagt, ich baue immer noch Fabriken, das ist gut. Was sagt Wallaby? Wallaby ist bei den Bergwerken, hat inzwischen aber eigentlich schon genug Ressourcen. Und hat nur 7 von 770 Fabriken. Nee, komm, die Fabriken müssen nach oben. Oh, will er nicht? Das ist nicht gut. Dann nehmen wir doch mal ein paar raus. 20 Stück. Ja, das macht er. Okay. F9. Chainshawfart hat alle Befehle ausgeführt. Ist jetzt da angekommen und terraformt eventuell. Vor. 9 neue Zerstörer. Wie viele Zerstörer haben wir inzwischen? Die sollten wir mal alle sammeln. So, wir haben jetzt 20 normale Zerstörer. Wir haben zwar kein Ziel, aber wir haben schon mal die Zerstörer. Das Ziel wird irgendwo hier unten sein. Da war ja schon mal ein Gegner. Also der Scout von denen. Wir haben 5 Verteidigungsstellungen auf Simpel gebaut. Wir haben 5 Voyeure gebaut. Und wir haben wertlose Erze transformiert. Es entstanden je 5 Kilotonnen Ironium, Boranium und Germanium. Tech Level 5 von Konstruktion. Was hat uns das jetzt gebracht? Nicht F4, F5. Ach, wir können nächstes Level erst die Fregatte bauen. Okay, das heißt, wir bauen nächstes Level die Fregatte und danach hätte ich echt gerne den Antrieb. Auch wenn das hier 2 Stufen braucht. Weil Biotechnologie kriegen wir erst übernächstes Mal was und das ist schon auf Stufe 7, wird also tierisch lange dauern. Neuer Scanner. Nee, obwohl der Opossum-Scanner ist, der bodengestützt? Nein. Spielauge 220 wäre bodengestützt. Die hätte ich gerne auf allen Planeten. Aber wir haben ja schon eine etwas frühere Version davon, das ist okay. Also gehen wir jetzt auf Konstruktion für die Fregatte und den Bomber. Und nächste Stufe gehen wir bitte auf die Antriebe. So. Jetzt wieder das Micromanagement bei Simple. Das können wir ja nicht so lassen, wie es ist. Beziehungsweise könnten wir eigentlich. Ich mache jetzt mal alles voll mit Erztransformationen.